willkommen zurück in The Evil Within, wo wir versuchen, vor der Rolle zu entkommen, was wir letztes Mal schon versucht hatten, aber es ja nicht hingekriegt haben. Ne? Aber ich denke mal, ach ne, dass wir das diesmal ganz gut hinkriegen werden. Allein, wo kommt das Ding her? Das ist völlig unlogisch. Oh. Um nach dem dritten Mal hat man das dann auch mal geschafft. So, liegt hier noch irgendwas rum? Was wir gebrauchen könnten? Anscheinend nicht. Tritt die Tür ein! Hallo? Da ist bestimmt was hinter der Tür versteckt. Schade. Okay, das ist der Fahrstuhl. Hier ist der Spiegel hinter. Das ist der Spiegel. Das wird gleich explodieren, nachdem wir... Ach so, lol. Speichern. Wollt ihr es wirklich überschreiben? Ja. Können wir noch irgendwo... irgendwie unsere Dingens einsetzen? Unsere Glibber Points? Wir haben, glaube ich, irgendwie noch 20.000, 30.000 Punkte. Das wäre recht cool. Aber ich schätze mal, das wird nicht gehen. Warte, ich muss mal ganz kurz ausprobieren, ob das... Okay, es macht keinen Unterschied. Aber hier können wir nur speichern. Streichhölzerwand hier. Ja, gut. Ja! Also ich finde diese Fahrstühle eigentlich recht angenehm, ne? Mir fehlt nur noch diese dum. Ich habe keine Shotgun-Muni mehr, oder? Ah doch, davon habe ich noch zwei. Gut. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ey, er denkt ja genau das, was ich denke. Und what the fuck, ist das ein hoher Aufzug? Wieso zur Hölle geht der so hoch? Der Turm war eben noch nicht da. Ach so, stimmt. Nein, doch, der war da. Wir sollten doch nach ganz oben in den Turm. Hallo? Ja! Das kann nicht sein. Hey, das bin ich. Warte, das bin ich in seinem Labor? Leslie! Leslie! Warte, das war ich jetzt eben in seinem Labor, oder? Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch... Ups. Dasselbe. Oh. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Natürlich macht keinen Sinn. Das ganze Spiel macht keinen Sinn. Wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Er läuft richtig. Ist gar nicht laut auf dem Ohr oder so, nein. Leslie, halt. Er sieht aber auch echt
nicht gesund aus, der Typ. Leslie! Der Leslie tut mir irgendwie voll leid. Boah, unangenehm. Oh Gott. Ich werde, glaube ich, jetzt runterfallen, oder? Nee, warte, was passiert hier? Läuft. Alter. Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Okay. Ich check gerade irgendwie gar nichts mehr. Ich glaube, wir laufen einfach erstmal lieber, oder? Das wäre... ja, bestimmt besser als nichts zu laufen. Aber wir hätten vielleicht auch einfach stehen bleiben sollen. Hat, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Nein. Digga, was, wo soll ich denn hinterlaufen? Ja. Oh, die Viecher sehen schon eklig aus, muss ich schon sagen. Die Schleichsteuerung kann im Optionsmenü eingestellt werden. Das ist schön. Jo, wie viele Arme hat das Teil eigentlich? Gehen wir einfach mal in das Haus, das scheint sicher zu sein. Er hat eine Zahnspange, wie süß! Oh, ich werde hier so 100-mal sterben in diesem Spiel, ne? Aber wenn das seine eigene Traumwelt ist, warum kann er mich denn nicht... einfach töten? Das verstehe ich nicht. Warum fliegt das Auto? Ganz am Geh! In den Schädel! In den Kopf! Aber ist schon geil gemacht, finde ich. Das scheint ziemlich weh zu tun. Ich verstehe immer noch nicht, wenn das seine Welt ist, warum wir dann solche Chancen sozusagen kriegen.
Ja, das kann ich relativ schlecht beeinflussen, ob ich seinen Kopf treffe oder nicht. Wie kann ich den Typen in der Mitte verfehlen, ey? Ja, endlich. Er kommt wieder näher. Auch gut. Jetzt haben wir ein Problem. So, wir sind jetzt viermal gestorben innerhalb von kürzester Zeit. Okay, gut, wir können zoomen. So, erster Treffer. Zweiter Treffer. Dritter Treffer. Warum wird der Typ auf einmal so schnell? Jetzt einmal den Kopf treffen. Ich hab seinen Kopf nicht getroffen. Digga, wir haben gerade zweimal seinen Kopf nicht getroffen. So, jetzt aber, komm. Ja, geht doch. Sieht gesund aus. Ich habe ihn doch angeschossen. Fünfmal gestorben. Digga, bei mir ich habe ihn doch getroffen. Ich weiß nicht. Okay, weiter geht's. Neue Chance, neues Glück. Wir warten jetzt auf den richtigen Moment. Okay. Kopf ist anscheinend nicht die richtige Lösung. Wir müssen dann mal auf seinen Bauch schießen oder so. Das hat wenigstens schon mehr Sinn ergeben. Ja, hätte ich ihn noch um den Kopf schießen können, das ergibt keinen Sinn für mich. Yay, er ist explodiert. Er sieht gut aus. Er sieht doch fit aus. Jetzt sind wir glaube ich wieder wach, oder? Ich habe diese Welt erschaffen. Nein, wir sind nicht wach. Du kannst mich hier nicht festhalten. Rufik. Ich erledige das. Mach das Gehirn kaputt. Okay. Können wir das Gehirn jetzt platt treten? Oh ja, er tritt das Gehirn, glaube ich, platt.
Er drückt das Gehirn platt. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Okay. Also wir kommen auf jeden Fall zum Ende. Das sieht man an den ganzen Filmsequenzen, die jetzt hintereinander abkommen. Hintereinander kommen. Aber für mich ergibt das immer noch nicht wirklich Sinn, alles. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann ein paar Antworten auf meine Fragen bekomme. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist auch tot. Bin ich der Einzige, der das überlebt hat? Ruben Victoriano. Also eigentlich müsste ich die Folge jetzt schon beenden. Einer fehlt. Withers Leslie fehlt. Eigentlich müsste ich die Folge hier beenden. Das Problem ist nur, ich glaube, wir warten noch bis nach der Filmsequenz und dann mache ich eine neue Folge an. Hier sind die drei, die am Anfang gestorben sind. Das ergibt immer noch nicht alles Sinn. Ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Also, ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. What the fuck? Wir haben Ruvik jetzt also besiegt. Ich frage mich immer so, wer solche Stories schreibt, ne? Also, dass es alles in dieser Traumwelt war, das ist mir schon klar gewesen, aber... Okay, was ist jetzt mit Leslie? Also, es sind relativ viele Fragen offen geblieben, ne? Wenn es jetzt nicht mehr weitergehen sollte. Okay, das ist heftig. Also Ruvik hat die Welt erschaffen. Also Ruben. Aber was hat Leslie jetzt für ein Tipp? Ich check's nicht. Wir sollten vielleicht mal hier Writing. Itaro Yokoyama sollten vielleicht mal fragen. Der weiß das bestimmt. Kapitel 15 haben wir überlebt. Maschinengewehr erhalten, Abschlussbonus. Raketenwerfer erhalten, Abschlussbonus. 50.000 Fertigkeitspunkte nochmal erhalten. Und neues Spiel plus Modellansicht können sie jetzt im Startmenü ausgewählt werden. Abschlussbonus, du kannst jetzt neue Schwierigkeitseinstellungen wählen, wenn du ein neues Spiel startest. Gesamte Spielzeit sind 11 Stunden gewesen und Gesamtzahl der Tode sind 36. Komm, das können wir nochmal einmal speichern.
Also das war schon ein ganz heftiges Spiel. Okay. Ich muss schon echt sagen, das war. Am Anfang war nichts gruseliger, zum Schluss hin wurde das mehr actionmäßig. Oder? Also. Alter. Judy Catman verwundet. Die haben sie echt gefickt, ne? Also es war seine Welt letztendlich. Ich weiß aber nicht, immer noch nicht, was Leslie in dieser Welt, was jetzt Leslie so wichtig war. Der Wächter. Trauma. Was haben wir noch? Die Wache. Ah, die Hunde. Stimmt, Laura. Die hieß Laura. Ja, die hat uns echt hart gefickt, ne? So ein Mix aus The Ring und The Grudge. Quell. Den fand ich nicht so cool. Den fand ich relativ schwer zu bekämpfen. Aber der war recht... nicht so gruselig. Der war noch heftig. Oh, der war nervig. Hammerspiel. Und die Folge geht jetzt auch schon 25 Minuten. Wenn ich jetzt weitermache, was kommt dann? Fange ich jetzt wieder von vorne an? Also die 50.000 extra Punkte, Alter, da haben wir jetzt aber ordentlich Punkte noch gesammelt, ne? Ja, es geht wieder von vorne los. Damals hatte ich ja noch meine alte Grafikkarte, als wir das hier angefangen haben zu spielen. Ja, okay, gut. Ich komme jetzt aber noch mal zum Titelbildschirm zurück. Gucken wir noch mal. 71 Achievements gibt's hier. Das gucke ich mir dann aber gleich mal an. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier alle so hart gefolgt habt. Die Evil Within war ja jetzt nicht so... kam jetzt nicht so gut an, aber... Ah ja, wir müssen es ja trotzdem durchziehen, ne? Und deswegen sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Haut rein.